Kuhmann spricht über Messi-Zukunft. Das 1:1 im Achtelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain könnte das letzte Champions-League-Spiel von Lionel Messi im Trikot des FC Barcelona gewesen sein. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft im Sommer aus. Jetzt äußerte sich Trainer Ronald Koeman zur Zukunft des Superstars. Es bleibe im Vergleich zu den anderen Jahren dabei, dass wir einen anderen Weg gehen, meinte Koeman bezüglich des Umbruchs bei den Katalanen und sagte im Hinblick auf Messi, Leo kann keine Zweifel an der Zukunft dieses Teams haben. Koeman ergänzte, aber Messi muss über seine Zukunft selbst entscheiden, niemand kann ihm dabei helfen. Er sieht seit einiger Zeit, dass es mit dem Team in die richtige Richtung geht. BVB-Profi, Marktwerte realitätsfern. BVB-Jungprofi Steffen Tickes hat mit einem Appell an die Politik aufhorchen lassen und blickt in Sachen Marktwerte über den Tellerrand hinaus. Zu den teils astronomisch hohen Marktwerten und Gehältern im Profifußball sagte der 22-Jährige bei der WAZ, diese Summen sind für mich sehr realitätsfern, besonders in diesen Zeiten. Die Dimensionen sind im Zuge der Kommerzialisierung entstanden und werden sich auch so schnell nicht ändern. Sein Appell? Grundsätzlich sollte die Anerkennung für die Leistungen der systemrelevanten Berufe insbesondere durch die Politik erhöht werden. Durch Corona sei vielen Menschen bewusst geworden, wie dankbar man für das deutsche Gesundheitssystem sein könne. Entsprechend müsse man es unterstützen. Aufholjagd? Hertha spuckt große Töne. Hertha BSC befindet sich aktuell mitten im Abstiegskampf. Trotzdem spuckt die alte Dame jetzt in Person von Carsten Schmidt große Töne. Wir haben einen Traditionsverein mit der Bereitschaft zur Veränderung und mit einer Finanzausstattung, die Hertha BSC bisher so nicht gekannt hat, sagte der Hertha-Geschäftsführer dem Horizont. Daraus wird eine Geschichte werden. Wir wollen die größte Aufholjagd, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je erlebt hat, einleiten und zum Erfolg führen. Wer den Weg jetzt gemeinsam mit der Hertha gehe, der werde Teil einer Erfolgsgeschichte sein, prophezeite Schmidt. Dank der Millioneninvestitionen von Geldgeber Lars Windhorst habe der Verein gute wirtschaftliche Voraussetzungen für einen sportlichen Aufschwung. Vettel, Formel 1 droht Problem. Sebastian Vettel sieht im Thema Umweltschutz weiterhin ein Risiko für das Ansehen der Formel 1. Wenn die Formel 1 nicht aufpasst, wird sie sehr bald ein ernsthaftes Problem bekommen, sagte der 33-Jährige im Interview mit der April-Ausgabe des Playboys. Vor allem der Symbolcharakter sei dabei wichtig. Dass es Lösungsansätze gibt, an denen wir arbeiten müssen und können. Die Formel 1 könnte daran auch mitarbeiten und sich so der Verantwortung stellen, sagte Vettel weiter.